Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Von uns. Das war mein Part. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir werden heute ein richtig cooles Video zusammen drehen. Ihr seht ja schon, Tom und ich sind heute zu Mathis gefahren. Und genau. Mathis und ich werden heute was ganz Besonderes machen. Jedes Mal. Und zwar werden wir Leben tauschen. Leben tauschen, übertreib mal nicht. Doch. Wir machen einen Rollentausch. Rollentausch, okay. Genau. Ich werde heute zu Hella Gabbard. Und ich werde zu Mathis. Genau. Und ich? So, ich springe auch immer durch die Gegend. Tom, du bist halt Tom. Oh. Du bist jetzt mein Boyfriend. Du bist der Freund von Hella. Ab jetzt. Oh, okay. Aber ich finde, da fehlt auf jeden Fall noch was. Um so eine richtige Hella zu werden, brauchst du... So eine richtige Hella zu werden, oh, einfach so ein breites Grinsen. Und ich habe dir noch was mitgebracht. Und zwar, jetzt gerade heute trage ich extra kein pinkes Oberteil. Aber ich finde, du musst heute diesen pinken Pullover tragen. Wem der wohl gehört? Der gehört halt Tom. Als ob mir der passt. Ja, der wird dir auf jeden Fall passen. Mal gucken, ob da deine Plauze reinpasst. Da sehe ich mich schon drin. Genau. Super, danke. Oh. Hast du mir auch eine pinke Jacke mitgebracht? Nein, ich habe extra keinen von mir, sondern von Tom. Das Guck sieht ja toll aus. Der passt dir sogar. Hallo, ich bin die Hella Gabbard. Ich möchte heute zu Mathis Röckener fahren und ein bisschen Bodenarbeit bekommen. Da fehlt noch was ganz Wichtiges. Und zwar... Ach, ihr habt doch echt... Ist nicht dein Ernst, Hella. Und zwar habe ich dir einfach so einen Zopf bestellt. Ach, das ist nur ein Zopf? Ja, das ist so ein Zopf. Das ist wie eine Perücke. Willst du den in meine Haare machen? Das werden wir jetzt sehen. Komm mal runter. Das muss ja wohl irgendwie halten, sonst bin ich echt sauer. Warte, du musst andersrum drehen und nach hinten. Ja, sehen Sie. Eins, zwei, drei. Zeig mal her, dreh dich mal. Oh, hübsch. Hübsch. Ey, du siehst von hinten jetzt echt aus wie Hella. Also von hinten könntest du wirklich Hella sein. Siehst du wirklich so aus? Ja, und jetzt? Gar nicht raus. Oh, nein. Als wenn. Oh, Mann. Na, Hella, wenn ich jetzt eine Frisur habe von dir, dann muss ich dir auch eine machen, so wie ich die halt habe. Wie soll ich das machen? Warte, halt mal kurz. Ich bin... sofort wieder da. Was kommt jetzt? Ich habe halt irgendwie Angst. Keine Ahnung, was er meint, aber ich glaube nicht, dass er, so wie ich, eine Perücke dabei hat. Da kommt er schon wieder. So, dann mach mal die Augen zu. Nee, Mathis, ich habe Angst. Du hast bestimmt Augen keine zu. Perücke bestellt. Hat er jetzt einen Hut? Hast du die Augen zu? Ja. Los! Ah! Gar keinen Fall! Warum? Gar keinen Fall! Hey, du brauchst die Frisur von Mathis. Also, Hella, wir können einen Deal machen. Wenn ich dir die Haare nicht abschneiden darf, dann setze ich das auch nicht auf. Nein. Das ist irgendwie ganz klar. Nein. Das kannst du jetzt überlegen. Das ist ja nicht, ich setze sie wohl auf, aber dann mache ich auch deine Haare. Nein! Ich Warum kann dir nicht die Haare abschneiden. Dachte, ich kann mir die halt nicht Haare so schnell mehr. Wachsen. Ja. Ist doch jetzt nicht so schlimm, der das Sommer kommt. Das ist ja kommt. Wohl nicht dein Ernst. Guck mal, wie lange deine Haare. Du hast bestimmt schon. Fliff. Nein! Das muss man Leute, Leute, hört auf, euch zu streiten. Es geht auch nicht nur jetzt ums Aussehen, sondern auch um das, was ihr macht den Tag über. Oh. Also, ich hätte jetzt gerne Unterricht bei dir, Mathis. Mit meinem Kachi-Pupsi-Bärchen-Chetti-Valentino. Okay, ja klar. Das kriegen wir alles hin, Hella. Toll, freue ich mich. Ich könnte dich halt mehr ernst nehmen, wenn du noch so eine Perücke drauf hast. Ich könnte dich auch anders besser ernst nehmen. Alter. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Hätte ich auch bei mir. Okay, dann lassen wir das halt. Schreibt mal in die Kommentare, wer es alles witzig gefunden hätte, wenn ich ihre Haare abschneiden würde. Dann können wir ja nochmal ein neues Video zu machen, wie ich hier, Mathis alias Hella, die Haare schneide. Dann hol mal dein Chatty. Valentino. Ich schon wieder. Das ist doch deine Abspitzdecke. Valentino. Oh Mathis, was mache ich denn jetzt? Ach, du musst dich durchsetzen, Hella. Aber der wälzt sich doch so gerne. Ganz ehrlich, was ist das denn? Deine ganze Abspitzdecke ist jetzt dreckig. Jetzt hol den doch mal. Das ist doch nicht so schlimm. Zeig dem, wer der Chef ist. Oh Mann. Ich muss kurz meine Haare hier hin. Mathis hat seine Haare hier hingehangen. Hella, sorry, Hella. Ganz ehrlich, wer kommt auch auf die Idee, das Chatty mit einer Abschwitzdecke rauszustellen? Valentino. Oh, ich helfe dir jetzt eben. Mann. Das dauert ja auch schon wieder viel zu lange hier. Find's gut, dass dir heute mal klar wird, wie du eigentlich in echt immer bist. Nein. Komm jetzt raus, Hella. Hier, putz mal dein Pony. Mein Pony möchte ich lieber fressen. Ah, oh, danke, Mathis, dass du mein Pony putzt. Ich halte es einfach fest. Sonst dauert das hier ja auch ewig. Hella lacht einfach nur. Einfach lachen. Einfach lachen.
So, dann reicht jetzt auch, würde ich sagen, ne? Nimm dein Pony mal mit auf den Platz. Okay. Und dann zeig mir mal, was du gelernt hast. Durchsetzen. Los, Hella. Als wenn ich so laufen würde. Niemals im Leben würde ich so laufen. Jetzt zeigen wir mal, was du kannst. Habt ihr geübt? Ja. Alter, Mathis wird gleich getreten. Zu Hause klappt das viel besser, Mathis. Ist jetzt ein Vorführeffekt. Hier müssen wir erstmal bei den Grundlagen wieder anfangen. Dann lauf erstmal außen um zu. So wie in der allerersten Stunde, die schon ein Jahr her ist, aber ich würde sagen, wir müssen da erstmal wieder ansetzen. Nicht nach unten schauen, mach dich groß. Mathis, mir ist kalt. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Lauf dich warm. Kannst du bitte erst Nein, lauf dich warm. Mist, wenn mir morgen kalt ist. Kalt, wenn ich morgen krank bin, so. Bist du schuld, Mathis? Bist du schuld, Mathis? Und dann muss ich mich wieder um Hella kümmern die ganze Zeit. Willst du das? Nein, komm, gib den mir. Ich muss den erstmal bändigen. Und wie läuft das jetzt? Siehst du, ganz einfach. Hä, warum klappt das bei dir, Mathis? Das ist die Ausstrahlung, Hella. Ich glaube, er strahlt einfach eine Ruhe aus. Einfach relaxed und cool sein, weißt du? Ich bin immer so angespannt, weil ich habe Angst, dass er mich tritt. So. Als wenn er in Taino treten würde. So, jetzt nimm Mathis, den mal. Warum lachst du so viel? Du nimmst meinen Unterricht gar nicht ernst. Ich nehme dich total ernst. Einfach lachen. Ich habe dich noch nie ernst genommen. So, jetzt geh erstmal außen rum. Mach dich erstmal warm. Super. Das hat toll geklappt schon. Ich will jetzt vernünftigen Unterricht haben. Mach erstmal ein paar Halsschrittübergänge. Wow. Er läuft einfach weiter. Hella, du machst irgendwas falsch. Direkt weitermachen nochmal. Sehr gut. Super, oder, Mathis? Und immer schön das Lächeln beibehalten. Wie entwickelt sich Hella so? Ich finde, sie macht das toll und ich finde es einfach gut, wie motiviert und strahlend sie bei der Arbeit ist. Weitermachen. Siehst du, da schnauft der ab, da ist es wirklich. Und dann kannst du gleich auch mal den Trab dazu nehmen. Oh mein Gott! Das ist ja voll witzig! Oh mein Gott! Erstmal weitermachen. Ja, so ist das super schön. Hella war heute schon ganz nervös auf der Hinfahrt, dass es nicht klappt. Ah, sie hat ganz viel geübt. Kann ich mir vorstellen. Kommen wir nochmal zur allerwichtigsten Frage. Habe ich ganz vergessen am Anfang. Was denn? Was ist das Wichtigste für ein Pferd? Fressen. Ganz viel Futter. Nein, falsch. Doch. Das gehört auch dazu. Aber es gibt noch etwas, was wichtiger ist als das für ein Pferd. Trinken. Tom, du bist ja sehr freundlich zu deiner Freundin. Die stellt sich heute ein bisschen dumm an, ehrlich gesagt. Seine Freunde. Ja, auch wichtig, aber es Tom? Gibt noch etwas... Nein. Tom ist, der ist wirklich ganz wichtig für Kari. Ganz unwichtig. Das Allerwichtigste ist Sicherheit. Wie mache ich das? Das werde ich dir heute beibringen. Keine Ahnung. Ja. Mathis, ich habe dich noch lange nicht mehr so lachen sehen wie heute. Schön, oder? Ich bin heute so gut gelaunt. Ja. Lustig, dass du mich siehst, ne? Mhm. Wir werden jetzt erstmal Rufen üben. Mhm. Das Neue, das machen wir jetzt. Ich glaub, das Und können wir schon. Zeig mir erstmal, was du jetzt so gelernt hast. Mhm. Wow, sehr motiviert. Und nochmal. Kari, komm! Nein. Er hört nicht auf das Wort, was sie ihm da sagt. Kachi oder was das heißen soll. Einfach nur das Kommando geben, sonst verwirrst du ihn. Und was für Kommandos nimmt man da? Kachi, komm! Falsch! Oh, Hella hört mir heute gar nicht zu. Das meinst du echt nicht? Ja, zeig's noch einmal. Kachi, komm! Lass ihn doch kein Gras fressen! Also das geht wirklich zu weit langsam. Du kannst ihn noch nicht einfach Gras fressen lassen. Wir machen eine Pause. Also das ist doch keine normale Pause. Du hast wirklich gar nichts gelernt. Hier, du musst jetzt erstmal weitermachen. Kannst du mir das einmal zeigen? Ja. Ganz schön schwierig heute. Echt? Ja. Was oh nein. Mathis, der kommt den ganzen Tag mit neuen Dingen und dann heute sagt er das, morgen das. Wie soll ich das denn verstehen? Was machst du denn jetzt gerade, Mathis? Ich dachte, wir machen jetzt Rufen. Ja, das mache ich jetzt gleich. Ich muss ja erstmal wieder bei Null anfangen, weil Hella schon wieder
will ich gar nicht mehr drüber sprechen, was sie da gemacht Hallo? Hat. Ich höre das. Wie witzig ist es eigentlich, dass wir uns hier gegenseitig so fertig machen? Das ist doch Sinn des Videos. Ja, das ist wirklich fies. Mathis, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Du hast ganz gut erklärt eigentlich. Und dann? Ja, mach das erstmal an der Bande. Ja, mach ich doch. Über linke Hand. Jetzt noch das eben. Hella, linke Hand, das ist rechte Hand. Warum nimmst du die Gerte nicht hoch, wenn du weggehst? Ich dachte, das macht man, damit er weiß, dass er stehen bleiben soll. Ja, mach jetzt. Ah, okay. Job Mathis weiß gar nicht, was er da macht. Nee, glaube ich auch nicht. Er tut immer so, er als tut wüsste immer so, als er so viel, Plan ne? ist, aber er hat, glaube ich, gar keinen Plan. Ja. So, Hella, jetzt habe ich den mal wieder ein bisschen ready gemacht für dich. Jetzt kannst du ja noch mal mit ihm an der Hand galoppieren. Vom Rufen zum Galoppieren, denn genau. Ich hatte gar kein Konzept. Doch, natürlich. Wer ist denn hier der Trainer, Hella? Du kannst doch nicht immer hier Mathis so fertig machen. So. Es wird schon richtig sein. Lass ihn nicht fressen. Aufmerksamkeit. Entspannung. Los. Mach das alles ein bisschen fertig. Und Hella, nicht weinen jetzt. Nicht weinen. Reiß dich zusammen. Sorry, ihr könnt jetzt nicht so tun, als wenn ich so weinen würde. Mathis ist immer so streng zu mir. Und ich kann jetzt einfach nicht mehr. Was okay. würde Mathis jetzt sagen? Das, was ich dir sage. Okay, galopp. Oh. Als wenn ich so rennen würde. Sehr gut. Sieht sehr gut aus. Und noch eine Runde. Komm, power dich richtig aus, Hella. Dann machst du auch mal ein bisschen Sport. Schlussblicken muss ich sagen, du hast so ein toll erzogenes Shetty. Ich bin einfach nur begeistert. Danke. Das ist echt jetzt so. Jetzt bin ich auch schon Kerl. Wieder viel besser drauf, weil das hat so viel Spaß gemacht, mit ja. Moppy jetzt hier ein bisschen zu galoppieren. Moppy! Ich hab noch nie Moppy gesagt. Mopsy. Ach, Mopsy. Für mich ist er alles. Moppy, Mopsy, Kachi. Also ich muss sagen, der erinnert mich einfach so an meinen Shetty Cody. Der sieht genauso aus. Ich finde, wir müssen eigentlich mal zusammen mit den beiden Shettys Kutsche fahren. Ja. Oder? Das lassen wir mal. Da freue ich mich drauf. Und vielleicht darf ich mal bei deiner Veranstaltung da mitfahren. Ich würde so gerne dir mal zeigen, wie ich Gollum reite. Ja, kannst du gerne machen. Cool. Dann mach dir den nochmal fertig. Sehr gerne. Komm, Moppy. Moppy? Hella, seit wann sagst du Moppy zu mir? Was ist denn da? Oh, das tut mir so leid. Er ist sonst immer so lieb zu Hause. Ich habe einfach langsam Angst vor mir selber. Entschuldigung. Boah, Hella, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Was ist denn mit den Hufe los? Mit der Hufe los? Weiß ich nicht. Mathis, du bist der Hufspiel. Was ist denn mit der Hufe los? Ja, es geht gar nicht. Die müssen mal wieder geschnitten werden. Kannst du das machen, bitte? Ja, jetzt wo du gerade schon hier bist, ne, kann Danke. Ich das mal machen. Dann komm mal mit. Machst du ihm damit die Füße, Mathis? Das ist schon mein Schneidemesser. Okay. Ich brauch so eine Raspel noch. Mathis, was ist das denn? Ich bring hier jetzt erstmal mein kleines Auto mit ganz vielen Werkzeugen drin. Machen okay. Sie doch mit deiner Schürze. Ah. Das musst du aber auch anziehen. Safety first, das ist immer meine Devise. Schaut mal, Leute, ich habe extra so rose-goldene Nägel bestellt, extra für Hella, weil sie das so gerne mag. Was ist das denn für eine Schürze hier? Nicht schlecht. Oh Mann, das wird ganz aber toll tanzen. Hella, tanz doch mal mit. Tanz doch mal mit. Ich trag den jetzt. Nein, ich schieb ihn. Mathis, wie oft hast du das schon gemacht vorher in deinem Leben? Schon ziemlich oft. Ich bin schon seit 3 Jahren ausgebildeter Hufschmied. Wie mache ich das jetzt? Ich dachte, Mathis, du weißt, wie man das macht. Ich weiß es nicht. Also, als allererstes nehme ich mir hier diesen Kneifer. Das ist eine Abnehmzange für Hufeisen. Glaube ich, oder nicht, Mathis? Mathis, du brauchst doch gar keine Zange. Nimm doch einfach die Raspel, der hat echt nicht viel dran. Ich möchte genau. nur, dass du ein bisschen rund machst, das wäre voll cool. Ja, mach ich. So, dann halt mal dein Zausel fest. Okay. Und dann fange ich immer an. Leg das hier erstmal auf mein Bein. Oh, das sieht schon so schön aus. Das sieht aus, als würdest du Tomaten schneiden. Was machst du da, Mathis? Ich schneide doch keine Tomaten. Ist das die neue Hufbearbeitungstechnik? Ja. Schneiden wie Tomaten? Nee, ich raspel. Sieht aus, als wäre Valentino bei der Pediküre hier. Ja. Du machst das mit so viel Liebe, Mathis. Das finde ich so toll. Hast du auch Nagellack? Ja, klar. Ich habe super gutes Huföl für ihn. Ja,
perfekt. Mathis hat mir mal gesagt, man soll Huföl nehmen und nicht Huffett, weil Huffett verschließt den Huf davon, der ist nicht elastisch. Perfekt. Alter, dass du dir das so gut merken konntest, Hella. Wow. Gesagt. Guck mal, Mathis, deine Hello. Schwester. Hi, Schwesterherz. Hey, Bruderherz. Oder Mann oder so, oder wie war das noch? Seit wann umarmt ihr euch? Habt ihr euch so lieb? Also, wir sind auch verheiratet, wisst ihr das nicht? Was? Ja, also Mathis und Lisa Röckener sind seit 37 Jahren verheiratet. Seit 37 Jahren? Wann so haben wir Jahrestag, Schatz? Ah, ich kann mir das doch immer nicht merken. Mathis, kannst du jetzt bitte die Füße weitermachen? Ja. Den hat Pony mir abgefressen. Ja. Mathis, heute verlernt ihr das Lied? Ich mach das immer Martin so. Martin hat gesagt, das ist die neue Technik, die Tomatenschneidetechnik. Er macht die Füße so, wie ihr Tomaten schneidet. Perfekt, steht hier. Aber du hast ja nur eine Seite gemacht. Ja, die andere kommt natürlich noch. Mathis, hast du... Manchmal ein bisschen faul. Bist du durcheinander? Schau mal, wie ratzfatz das jetzt ging. Oh, super. Dann kann ich ja jetzt gleich schon mit Gollum reiten. Juhu! So, fertig. Dann bring mal deinen Pony weg. Oh, der läuft schon so viel besser jetzt. Danke, Mathis. Gerne. Neue Turnschuhe, direkt läuft der besser. Hella, ich hab dir schon Sprung aufgebaut hier. Nee, Gollum darf noch nicht wieder springen. Ja, boah, Mathis, Hella braucht immer so lange zum Pferd fertig machen. Keiner ja, braucht so lange. Schon. Ich bin auch schon fertig. Oh, Gott sei Dank. Es hat heute wieder so Ewigkeiten gebraucht. Ich weiß nicht, wieso du immer so lange putzt. Ah, ja, aber der war so dreckig heute und da musste ich den wirklich ganz gründlich putzen. Ja, der putzen. Ist auch immer noch dreckig. Siehst du es nicht hier im Gesicht? Oh, Mathis, als ob du deine Pferde putzt. Das stimmt, da hast du recht. Gucke. So, Hella, denk dran, der Tierarzt hat gesagt, erstmal Schritt führen. Ja, ich gehe jetzt eine halbe Stunde Schritt mit ihm und dann können wir anfangen. Oh, ich setze mich da hinten erstmal hin und warte, ist ja langweilig. Ja, ist okay, aber für Gollum mache ich das. Ja, da sind deine Beine so krass gewachsen. Nacht so krass gewachsen. Heftig. Es passt einfach alles nicht mehr. So, Mathis, pass auf, ich steig auf. Also, ich habe Gollum schon immer so toll kennengelernt. Dass er so gut steht. Mhm. Aber kannst du überhaupt Dressurunterricht geben, Mathis? Klar, ich kann alles. Mathis, was hast du jetzt geholt? Hella wäre ja keine richtige Hella, wenn sie nicht den Halsring benutzen würde. Oh, Mathis. Wie gemein. Wieso? Das machst du doch voll gerne. Ja, ja, ich liebe das. Ich habe das auch schon so oft gemacht mit Gollum. Ja. Und du nimmst immer. Jetzt einfach die Trense weg. Ja, genau. Viel Spaß. Danke. Reicht, oder? Gut gemacht. Gut reiten. Ja. Mathis, meinst du, Gollum wäre ein gutes Showpferd? Ja, auf jeden Fall. Den buche ich für meine nächste Show. Hella, wärst du dabei? Ja! Super! Und wie hat es sich angefühlt von da oben? Mega. Es war einfach so wie immer, weil wir machen das schon so lange zusammen und es war jetzt einfach toll, dass ich das Mathis mal zeigen konnte. Ja. Müssen wir öfters wiederkommen hier, oder? Ja, unbedingt. Ich bin voll gerne hier. Mathis, dürfen wir noch mal wiederkommen? Das muss ich mir noch mal überlegen. Oh, bitte! Ja, okay. Weil ich deinen Freund so gerne mag. Ja, Glück gehabt. Och, Gollum, hast du so gut gemacht, oder Mathis? Oh, ich finde, die beiden haben das richtig toll gemacht. Ich muss sagen, Hella, du hast echt das allerschönste Pferd von allen hier. Danke. Muss ich echt es hat sagen. Mir auch richtig viel Spaß gemacht, Mathis. Ich fand es richtig toll, aber ich muss jetzt auch wirklich nach Hause, weil es wird gleich schon dunkel. Und wann fahren wir meine Pferde? Ja, das machen wir dann nächstes Mal, aber ich muss jetzt wirklich los. Aber es war schön, dass wir meine gemacht haben. Hä? Das ist doch nicht dein Ernst. Und ich soll die jetzt wieder alleine machen, oder was? Ja, ich helfe dir doch nächstes Mal. Okay. Komm schon, ich muss nach Hause. Es ist schon so spät. Ja. Ich muss auch gleich ins Bett. Und, oh, ja, okay, wieder. Eigentlich bin ich auch froh, wenn die endlich geht. Die redet mir einfach viel zu viel. Und lacht die ganze Zeit, ne? Sie einfach lacht die ganze Zeit, so ein breites Grinsen auf dem Gesicht. So, Leute, das war's so heute mit unserem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like nach oben. Ein Like nach oben, ein Daumen nach oben. Gebt mir dann den Daumen nach oben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.